Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Das Thema heute ist endliche Automaten. Endliche Automaten ist ein bisschen andere Art und Weise der Programmierung, als wir die bisher kennengelernt haben mit den Abläufen, sondern da geht es im Wesentlichen darum, dass man so einen Automaten, man sagt auch Zustandsmaschine, in verschiedene Zustände versetzt. Ich zeige Ihnen das gleich an einem Beispiel. Beginnen mal ganz schnell mit der Notation. Es gibt also vier verschiedene Zustände. Ja, also hier gibt es, das ist der Startzustand oder ein Endzustand, der hat zwei Ringe. Und dann gibt es eben Übergänge und Aktionen und dann gibt es andere Zustände. Das ist immer so ein Kreis und da steht halt drin, wie der Zustand heißt. Was man auch noch aufstellen sollte, ist eine Liste gültiger Aktionen, also alle Aktionen, die gültig sind, die man also im Prinzip als Eingabe für den Automaten hat. Ja, und endlich Automat heißt, dass dieser Automat im Prinzip endlich viele Zustände hat. Wir vereinbaren jetzt mal als Grundlage, dass immer wenn wir eine Aktion nicht einzeichnen, ne, die hier in der Liste ist, von dem Zustand aus gesehen, dass das dann in dem Fall ein Fehlerzustand ist. Gut, genug der etwas grauen Theorie. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Also als Beispiel soll dienen, ein Kaffeeautomat, so wie wir ihn hier in der Mensa kennen, der soll Kaffee verkaufen für 70 Cent, also so ein Einwurfschlitz drin und so ein Knopf und Sie können da reinwerfen 20 Cent und 50 Cent Stücke. Das heißt also, der Automat hat als mögliche Eingaben, hat der den Einwurf von 50 Cent, den Einwurf von 20 Cent und das Drücken des Knopfes. So, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie dieser Automat funktionieren soll, dann wird er sicher losstarten mit so einem Startzustand. Den nenne ich jetzt mal S. Und ein sehr strukturiertes Vorgehen wäre jetzt, dass man einfach mal alle gültigen Aktionen, die der Automat vorweist, durchgeht für diesen Zustand. Also fangen wir mal an hier mit Einwurf 50 Cent. Das heißt also, irgendjemand wirft jetzt hier 50 Cent ein. Und dann sind wir uns ja, glaube ich, einig, dann ist der Automat in einem anderen Zustand. Nämlich dann sind 50 Cent schon drin. Ja, und in dem Startzustand war ja nichts drin. So, was kann er noch tun? Er kann 20 Cent einwerfen. Da gehen wir auch mal davon aus, dass es dann einen anderen Zustand gibt. Den nenne ich jetzt einfach mal 20. Ja, Sie können den auch 1, 2, 3 nennen oder AB, sodass Sie nachher einfach unterscheiden können. So, dann schauen wir mal. Die dritte gültige Aktion wäre ja das Knopfdrücken. Schauen wir uns das mal an. Also wenn ich nichts in den Automaten eingeworfen habe, das wäre hier der Startzustand und drückt den Knopf, na dann geht es hier zurück. Schreibt mal da ein K dran für das Knopf drücken. Ne? Also es ist kein Fehlerzustand für den Automaten, ja? Er wirft halt keinen Kaffee aus. So, dann schauen wir mal von diesem Zustand aus. Also gehen wir mal, gucken wir mal. Also wenn ich jetzt 50 Cent einwerfe, ist das eine gültige Aktion, aber sorgt dafür, dass die Maschine in einen neuen Zustand kommt. Den nenne ich jetzt 70, ne? Dann sind 70 Cent drin. Das heißt, ich werfe hier nochmal 50 Cent ein. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier nochmal 20 Cent einzuwerfen. Das würde aber in dem Fall natürlich dazu führen, dass es ein Fehler wäre, ne? Also ich meine, wenn Sie zweimal 20 eingeworfen haben, kommen Sie nicht mehr auf 70. Dann ist also irgendwas schiefgelaufen. Lassen wir also weg. Und Knopf drücken können wir auch, ne? Also wenn ich nur 20 Cent eingeworfen habe, dann kann ich den Knopf drücken, solange ich will. Na, da bleibt der im Zustand 20, dann gibt er auch keinen Kaffee raus. So. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier diesen Zustand untersuche, dann werfe ich nochmal 50 Cent einwerfe, dann wäre das auf jeden Fall ein Fehler. Dann bin ich ja schon bei einem Euro. Wenn ich 20 Cent einwerfe, dann ist es eine gültige Aktion, aber die führt zu einem Zustand, den wir schon kennen. Die führt nämlich hier zu dem Zustand 70. So. Mit dem Knopfdrücken gilt das gleiche wie eben, ne? Also wer nur 50 Cent eingeworfen hat, für den verändert sich nichts. Es gibt keinen Kaffee, aber auch keine sonstige Veränderung. Es ist natürlich auch kein Fehler. So, jetzt habe ich hier die 70 Cent. Ja, die würden jetzt dazu führen, wenn man jetzt hier irgendwelches Geld einwirft, also die ersten beiden Aktionen macht, das wäre ein Fehler. Ja, und wenn ich den Knopf drücke, dann wird das Ganze in den Zustand, nennen wir den mal E für Ende, laufen, dann würde Kaffee ausgeworfen. Ja, in unserem Fall, ja, wäre das aber so, dass ja hier, wenn ich den Knopf drücke, springt der in den Zustand, in den Startzustand zurück. Denn er wirft dann Kaffee aus, und dann ist im Prinzip
der Münzspeicher, so wie wir uns den vorstellen, wieder leer. Ja? Also beides wäre jetzt mal für unser Beispiel hier eine vernünftige Notation. Also am besten wäre natürlich, wenn am Ende das Ganze wieder in den Ausgangszustand läuft. Ne? Und jetzt kann ich ja wieder 50 und 20 Cent einwerfen und dann bekomme ich, wenn ich den Knopf drücke, wieder einen Kaffee. So, und bevor Sie jetzt weiterschauen im Film, probieren Sie doch mal einen Automaten zu bauen, der jetzt für 90 Cent den Kaffee verkauft. Ne? Also zweimal 20 und einmal 50 Cent muss man einwerfen. Dann würde die Liste der gültigen Aktionen die gleiche bleiben. Ne? Also man kann 50 Cent einwerfen, man kann 20 Cent einwerfen oder den Knopf drücken. Aber ansonsten würde der Automat sich natürlich ein bisschen verändern. So, im nächsten Beispiel wollen wir uns mal so eine Fähre anschauen. Also die fährt nach links und nach rechts und hat, ja, das ist im Prinzip so eine kleine Fähre, wie Sie die an irgendeiner Wandergaststätte finden. Ne? Da habt ihr auf beiden Seiten einen Knopf. Wenn der Wanderer kommt, drückt er auf den Knopf, dann fährt die Fähre hier an den Anschlag. Ja, hier, das sind so Anschlagbumper. Ja, da fährt die Fähre dran. Und wenn er auf der Fähre drauf ist, drückt er immer auf den Knopf nach gegenüber. Dann fährt die Fähre rüber bis zu dem Bumper. Ja, und dann fährt sie wieder zurück. So. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen die Notation erweitern. Bis dato hatten wir uns immer darauf beschränkt, also zum einen die Eingabe zu bestimmen, ja, und dann, je nachdem, was ich eingegeben habe, den inneren Zustand der Maschine zu beschreiben. Was wir jetzt haben, ist, dass hier in der Fähre, da ist ja ein Motor drin, ne, der wird jetzt dafür sorgen, dass das Ding nach links und nach, oder nach rechts fährt. Das heißt, wir haben also neben dem Eingang auch noch Ausgangsgrößen. Und die können jetzt bestimmte Werte annehmen. Ja, also sagen wir mal, M wäre unsere Ausgangsgröße. Da gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, die das annehmen kann. Also es kann nach rechts fahren, es kann nach links fahren oder es kann aus sein. So, das wäre jetzt also quasi die Erweiterung, dass wir jetzt nicht mehr so einen Kreis machen, ne, als Zustand, sondern dass wir uns da ein bisschen mehr Platz nehmen. Dann nehmen wir hier wieder die Kisten mit den abgerundeten Ecken. Und jetzt können wir quasi hier reinschreiben, was m für einen Wert annehmen soll. Machen wir mal hier für den Startwert gleich m soll 0 sein. Ne? Machen wir das mal ein bisschen schöner. Also m soll 0 sein. Und jetzt müssen wir ja eigentlich hier so einen doppelten, nach unserer alten Notation, so einen doppelten Strich drumherum haben. Was ich aber auch schon oft gesehen habe, ist, dass man einfach hier so einen Startpfeil dran macht. Also da geht's jetzt los. Ich habe jetzt hier gleich M auf 0 gesetzt, weil ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee, wenn man einfach, wenn die Maschine angeht, alle Motoren ausmacht oder zumindest mal die Maschine in den Zustand bringt oder das Gesamtsystem in den Zustand bringt, wo es niemanden gefährdet. Und das wäre ja in dem Fall einfach Motor aus, Maschine steht irgendwo. So. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier an Eingängen haben. Also wir haben hier mehrere Schalter. Fangen wir mal hier links an. Also hier gibt es einen Schalter. Na, hier. Sagen wir mal, linkes Ufer Schalter. Ja, dann gibt es hier auf der Fähre einen linken Schalter, also linker, links, Fähre Schalter. So, dann gibt es rechts auf der Fähre einen Schalter und dann gibt es hier rechts am Ufer einen Schalter. So, was es dann auch noch gibt, sind hier diese Bumper oder was das ist, also so Anschläge. Also da gibt es am linken Ufer einen Anschlag und am rechten Ufer gibt es auch so einen Anschlag. So, jetzt können wir also mal schauen, was wie wir jetzt die Maschine dazu bringen, dass sie sich so verhält, wie man das jetzt, sagen wir mal, als Fahrradfahrer, wenn man da so vorbeikommt, wie man das da erwarten würde. Machen wir erstmal hier. So. Also, die Maschine wird angemacht, also die Steuerung geht an, wir machen erstmal den Motor aus, dann sind wir hier oben bei diesem ersten
Zustand. Also was kann passieren, dass am linken Ufer jemand den Schalter drückt? Machen wir das doch mal. Linkes Ufer wird der Schalter gedrückt. Was würden wir da erwarten? Wir würden ja erwarten, dass die Maschine sich jetzt nach links in Bewegung setzt. Das heißt also, wir haben einen neuen Zustand. Ja. Nennen wir den hier oben mal ruhig Start, damit wir das nachher wiederfinden. Und den nennen wir jetzt mal Fahrt. Links. Ja, also M ist gleich L. Das heißt, der Motor fährt unsere Fähre nach links. Schauen wir weiter, was kann es noch geben? Nehmen wir mal an, jemand sitzt, steht schon auf der Fähre drauf und drückt den linken Schalter. Ne, also, das wäre hier links Fähre Schalter. Ja, dann würde ich sagen, wäre es ja ganz geschickt, wenn die Fähre auch nach links fährt. So. Rechts Fähre Schalter. Also wir sind im Startzustand, Maschine steht. Irgendjemand drückt den rechten Schalter auf der Fähre. Dann würde ich denken, also analog zu dem Fahrt nach links müsste es ja noch so ein Fahrt nach rechts geben. Schauen wir das mal hin. Fahrt rechts. Und da wäre dann M gleich R. So, das heißt also, wenn jetzt hier jemand, also das habe ich hier vergessen dran zu schreiben, also links Fähre Schalter. Wenn also jetzt jemand den rechten Schalter auf der Fähre drückt, rechts Fähre Schalter, dann soll das ganze Ding nach rechts fahren. So, schauen wir den nächsten hier. Rechtes Uferschalter. Ja gut, wenn das hier steht und jemand drückt am rechten Ufer den Schalter, dann denke ich mal, ist die Fahrt nach rechts ein ganz guter Zustand für unsere Maschine. So. Dann schauen wir mal, was passiert denn, wenn das am linken Ufer an den Anschlag fährt? Ja, würde ich sagen, ist der Start, also dieses, dass der Motor aus ist, ein ganz guter Zustand. Müsste sich aber jetzt überlegen, ob das das ist, was wir machen wollen. Also, ich würde sagen, wir heben uns die zweimal für gleich auf und schauen erstmal hier von der Fahrt links. Also, sehen wir mal an, wir kommen bei der Fahrt links. Ne, Fähre fährt nach links. Irgendwann schlägt sie hier an dem Anschlag an. Gibt es jetzt. Könnte man sagen, die naheliegendste Möglichkeit ist einfach, naja, also, was weiß ich, linkes Ufer Anschlag, ja, da machen wir die Maschine aus. Aber das würde heißen, wenn dann einer nochmal auf den linken Knopf drückt, dann geht immer der Motor wieder an und dann geht er wieder an den Anschlag und landet wieder hier. Also das würde irgendwie so ständig im Kreis laufen, würde zwischendurch immer wieder den Motor anmachen. Also fände ich eine ganz gute Lösung, wenn man das anders macht, dass man halt sagt, okay, wir spendieren unserer Maschine hier noch einen Zustand, und den nennen wir jetzt mal Ufer links. Also ein Zustand, bei der die Maschine weiß, dass sie am linken Ufer angelangt ist. Gut, auch da machen wir den Motor aus, ist klar. Ne, wenn die Maschine anschlägt, dann machen wir den aus. So, und dann würde ich sagen, wenn wir also Fahrt links und dann haben wir linkes Ufer Anschlag. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass man dann eben hier in diesen Uferlinkszustand geht. Jetzt kann man sich überlegen, also von dem Start aus, wenn ich jetzt am linken Ufer den Anschlag berühre, dann könnte ich eigentlich gleich von hier in den Zustand die Maschine übergehen lassen. Also linkes Ufer Anschlag. Gut. Und jetzt können wir uns überlegen, dass wir analog dazu wahrscheinlich auch noch so einen Uferrechtszustand brauchen. Also nennen wir den mal Ufer rechts. Auch in dem ist jeweils der Motor aus. Und hier gilt genau das Gleiche. Also rechtes Uferanschlag führt auf jeden Fall dazu, dass wir da reinkommen. Auch hier gilt wieder, wir fahren nach rechts
Und wenn wir am rechten Ufer an den Anschlag geraten, dann kommen wir hier unten in diesen Zustand Ufer rechts. So, jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch und schauen mal, dass wir wirklich überall die passenden Befehle, die da gültig sind, auch eingezeichnet haben. Also, schauen wir nochmal hier oben. Für diesen Zustand, also diesen Startzustand, haben wir jetzt wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle unsere 6 möglichen Eingaben angegeben. So, schauen wir mal bei der Fahrt nach links. Also bei der Fahrt nach links haben wir bis jetzt nur linkes Uferanschlag. Was passiert, wenn wir bei der Fahrt nach links rechtes Uferanschlag erreichen? Ist wahrscheinlich die Maschine irgendwie kaputt. Wäre also ein Fehler. Lassen wir den Strich mal weg. So, dann haben wir hier linkes Ufer Schalter. Also wenn das ganze Ding nach links fährt und links nochmal jemand am Ufer an den Schalter drückt, dann würde ich sagen, naja, dann ist eigentlich eindeutig, wir fahren weiter nach links. Ne? Also linkes Ufer Schalter führt hier zu keiner Veränderung. So, dann machen wir mal, wenn der Lerner den linken Schalter auf der Fähre drückt, ja, dann würde ich sagen, ist genau das gleiche. Linker Fährschalter. So, was ist mit dem rechten Fährschalter? Nun, bei dem rechten Fährschalter kann man sich überlegen, ich sitze auf dem Boot, da kommt noch einer, ich fahre gerade nach links, dann sage ich, okay, ich fahre noch ganz kurz zurück und hole den ab. Ja, so wie beim Aufzug, wo man auch noch mal kurz auf den Taster drückt. Also würde ich sagen, wenn auf der Fähre jemand den rechten Schalter drückt, also hier unseren RFA, dann fahren wir nach rechts. So. Jetzt kommen wir mal zu dem rechten Uferschalter. Naja, beim rechten Uferschalter würde ich sagen, das ganze Ding fährt nach links. Hier kommt irgendjemand an und sagt, so, den ärgere ich jetzt, der ist kurz vor Ende, da drücke ich da drauf. Also ich fände, glaube ich, eine sinnvolle Möglichkeit zu sagen, okay, also hier, wenn am rechten Ufer jetzt jemand den Schalter drückt, dann hat er halt einfach Pech gehabt, die Maschine fährt weiter nach links. So, und linkes Ufer anschlagen, na, den hier, den haben wir ja schon verzeichnet. Gut. Wäre also der hier auch komplett. Ja, hier gibt es einen Fehlerzustand, ne, den rechten Uferanschlag. Ne, wenn ich nach links fahre und auf einmal rechts der Bumper anschlägt, dann ist irgendwas kaputt. Gut. Rechter Uferanschlag, also den rechten Schalter auf der Fähre, fahren wir nach rechts. Schauen wir mal hier. Also hier gibt es bis jetzt auch nur den rechten Uferanschlag, dass man da in diesen stillstehenden Zustand auf der rechten Seite kommen. Schauen wir mal an. Also schauen wir weiter. Also wenn jetzt hier am linken Ufer jemand den Schalter drückt, ja, dann würde ich sagen, das ist analog hier zu dem rechten Uferschalter drücken. Das interessiert mich hier genau gar nicht. Ja, weil dann fahre ich einfach weiter nach rechts. Ja. Wenn ich jetzt auf den linken Schalter auf der Fähre drücke, während ich nach rechts fahre, oder da könnte ich das gleiche machen wie eben, dann fahre ich einfach nach links. Also wir schalten um. Motor wird nach links geschaltet. Also linker Fährschalter führt dazu, dass von der rechten Fahrt auf die linke Fahrt umgeschaltet wird. Der rechte Fährschalter macht gar nichts. Ne? Wenn ich nach rechts fahre und drücke auf den rechten Fährschalter, dann fahre ich weiter nach rechts. So, dann rechte Uferschalter, der macht auch nichts. Ne? Wenn ich am rechten Ufer auf den Schalter drücke und die fährt eh nach rechts, dann macht sie genau weiter. Wenn ich jetzt am linken Ufer auf den Anschlag, hier auf den da drücke, dann ist irgendwas kaputt, ist also ein Fehler, den lassen wir weg. Den Fall, wenn ich jetzt am rechten Ufer anschlag, das haben wir eben schon eingezeichnet, dann kommen wir hier auf diese Halteposition am Ufer rechts. So, bleiben hier unten unsere beiden, sag mal, Uferpositionen. Also, wenn ich am Ufer links stehe und irgendjemand drückt am linken Ufer auf den Schalter, dann interessiert mich das genau gar nicht. Dann bleib ich genau da stehen. Ne? Linkes Uferschalter. Na, wir erinnern uns, wir haben ja diesen Zustand extra eingeführt,
dass wir nicht einen Zustand haben, wo einfach der Motor aus ist, sondern einen Zustand, wo die Fähre weiß, aha, ich stehe links, das heißt, ich brauche den Motor gar nicht mehr anmachen. Ja? So, wenn jemand auf den linken Schalter auf der Fähre drückt, naja, auch alles wie gehabt, dann bleibe ich weiter links stehen. So, wenn ich jetzt auf den rechten Schalter auf der Fähre drücke, das heißt also, irgendjemand ist hier von links auf die Fähre, drückt hier auf den Knopf, dann will er darüber fahren. Das heißt, ich muss irgendwie jetzt in diesen Zustand Fahrt nach rechts kommen. Machen wir mal so. Wenn ich auf der Fähre den rechten Schalter drücke. Und genau das Gleiche gilt natürlich, wenn jetzt am Ufer jemand den rechten Schalter drückt. Also so. Rechtes Ufer Schalter. Ja? Das. Dann sind wir hier. So, jetzt linkes Ufer Bumper. Passiert gar nichts. Ja. Und rechtes Ufer Anschlag. Naja, dann ist wieder irgendwas faul. Ja. Gut. So, das Ganze jetzt noch ein bisschen aufgeräumter. Hier hinten fehlte ja noch das Verhalten bzw. das Nichtverhalten, wenn die Fähre am rechten Ufer steht, dass man also, wenn man rechts dann drückt, eben sich nichts tut und wenn der einen rechten Uferanschlag anschlägt, auch nicht. Und entsprechend das Verhalten, dass wenn man auf den linken Ufer auf den Schalter drückt oder auf den linken Schalter auf der Fähre drückt, dass er dann eben die Fähre sich nach links in Bewegung setzt. Gut, Sie sehen, das Ganze hat hier jetzt insgesamt nur 5 Zustände. Wir haben ja auch im Prinzip nur einen Ausgang, der auch nur 3 Zustände annehmen kann. Eben Fähre fährt nach links, Fähre steht oder Fähre fährt nach rechts. So, damit kann man also relativ einfach Steuerungen implementieren. Das werden wir dann auch im Plenum auch mal exemplarisch machen. Und zwar an so einem Turtlebot. Also so ein Turtlebot ist im Prinzip, also das ist jetzt hier mal so ein Beispiel, so ein Roboter, der fährt eben in einer Kammer oder er fährt eben im Prinzip so lange, bis er auf ein Hindernis trifft. Das kann jetzt also ein Strich auf dem Boden sein, wo der dann über eine Lichtschranke das am Boden aufnimmt. Oder es ist eben tatsächlich ein Raum, wie zum Beispiel so ein, ja, so ein Bodenreinigungsroboter. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir werden dann im Plenum mal einen Turtlebot implementieren, der es halt irgendwie schafft, innerhalb dieses Kasten zu bleiben. Ja, wenn Sie einen Reinigungsroboter implementieren wollten, müssten Sie noch überlegen, dass der ja auch irgendwann mal hier in die Mitte kommen muss. Ja, das heißt, die aktuellen Reinigungsroboter haben natürlich noch irgendwie so eine Kartografierfunktion, dass der eben hier so noch reinfährt. Am einfachsten ist natürlich, wenn der so Spiralen fährt. Aber das soll jetzt mal nicht unser Problem sein. Im Plenum erarbeiten wir dann mal einen Roboter, der entsprechend innerhalb dieses Kastens sich aufhält und verfährt. Eine kleine Steigerung davon, ich habe Ihnen hier mal so einen YouTube-Link reingemacht, sind diese Follow-the-Line-Robots. Also die folgen also einer Linie. Das hier ist ein ganz kleiner, Sie sehen das hier oben, das sind wirklich Knopfzellen. Ja. Da gibt es einen ganz netten Artikel auf Seattle Robotics. Können Sie sich mal anschauen. Aber auch dafür, ja, das kann man auch mit so einem Automaten klären. Und das machen wir dann im Plenum. Wo das auch noch wichtig ist, sind sogenannte Tokenizer. Und das sind die ersten oder das erste Stück von einem Compiler, was irgendwie mit der Programmiersprache in Berührung kommt. Und der kann jetzt zum Beispiel Text in Sprachglieder unterteilen. Also Paul sitzt zum Taxi nach Leipzig, es fährt schnell. Das sind 2 Sätze. Jetzt könnte man sich einen Automaten vorstellen, der im Prinzip hier jeden Buchstaben einzeln einliest und daraus eben Sätze formt. Entsprechend, indem er hier guckt, ist das, was da als Buchstabe kommt, ein Buchstabe oder ist es ein Punkt? Wenn es ein Punkt ist, dann fängt der nächste Satz an. Da überlegen wir uns dann mal im Plenum, wie dieser Tokenizer aussehen muss, ja, also was der macht, was der einliest. Können Sie sich schon mal ein paar Gedanken zu machen. Das Ganze geht natürlich auch einen Schritt weiter. Man könnte einen Tokenizer bauen, der zum Beispiel jedes Wort einzeln detektiert. Ja, also er wird jetzt hier, Paul sitzt im Taxi nach Leipzig, Punkt, detektieren, indem er eben guckt, ist das, was da steht, ein Buchstabe? Oder ist es ein Whitespace, also ein Leerzeichen oder ein Zeilenumbruch, irgendein nicht sichtbares Zeichen? Denn dann ist ja meistens das Wort zu Ende. Ne? Dann könnte man hier so ein
Tokenizer bauen. Wir können es auch mal überlegen, ob es vielleicht möglich ist, einen Tokenizer zu bauen, der feststellt, ob irgendwie ein Zeilenumbruch drin ist mit einem Strich. Das machen wir dann im Plenum gemeinsam. Ja, Beispiele für was, was man so einem Tokenizer vorwirft, ne? Also int bla gleich 5, macht also im Prinzip erstmal das int, das bla, das gleich und das 5 draus. Und das würde dann entsprechend im Compiler, der übrigens auch wieder ein Automat ist, weiter verarbeitet. Oder hier so eine Notation für die Registermaschine. Gut, dann würde ich gerne mit Ihnen noch so eine Ampelschaltung realisieren. Und zwar in MATLAB, also so eine ganz normale, simple Ampelschaltung, wie Sie es hier sehen. Also hier gibt es ganz normal Fußgängerampel, hier gibt es so einen Knopf, drückt man drauf. Und wenn man den Knopf gedrückt hat, ne, dann wird die Ampel rot. Also die Autoampel wird rot, die Fußgängerampel wird dann irgendwie kurz darauf grün. Und dann kann man rübergehen und nach einer gewissen Zeit wird die Fußgängerampel wieder rot. Und dann wird die Autoampel wieder grün und dann können die Autos weiter fahren. Das Ganze machen wir mit MATLAB. MATLAB hat den Vorteil, dass Sie damit Programme erzeugen können, die auf Embedded-Plattformen laufen, also entsprechend wirklich in so eine Steuerung reinkompiliert werden können. Und dazu müssen wir uns aber ganz kurz mal das Programmierparadigma von MATLAB anschauen. Das ist ein bisschen anders als das, was wir bisher gemacht haben. Bisher haben wir es ja so gemacht, haben gesagt, okay, wir haben hier oben eine Eingabe, dann bekommt der erste Schritt eine Zuweisung, der zweite Schritt eine Zuweisung, der dritte Schritt eine Zuweisung, dann gibt es irgendwie eine Rückgabe. Damit sind wir bis jetzt auch ganz gut gefahren. Ich möchte nur ganz kurz erklären, wie das bei MATLAB funktioniert, damit wir eben dieses MATLAB als Vehikel zur Programmierung von so einem Automaten verwenden können. Also das, was wir hier oben haben, heißt ja bei unserer bisherigen Vorgehensweise, wo wir uns ja eher auf den Ablauf konzentriert haben, heißen die Dinger Parameter. In der MATLAB-Notation wären das Eingänge. Ne? Also hier haben wir zwei Parameter A und B und hier haben wir zwei Eingänge A und B. Dann haben wir einen Rückgabewert. Ne? Die heißen entsprechend dann in MATLAB Ausgänge. Hier also der Ausgang E. Dann haben wir zwischendurch Zuweisungen. Ne? Und in der Zuweisung ist immer so ein Operator drin. Ja, also hier wird ja irgendwie A plus B, ist also plus der Operator. Und das wären hier entsprechend in MATLAB Operationen. Ne? Das ist also A plus B wird hier als Operation ausgeführt. Und da kommt jetzt wieder was raus, ein Ausgang. Und den kann man jetzt wieder verwenden als Eingang für die nächste Operation. Also B mal das, was hier rauskam. Ne? Das haben wir ja hier in dem C gespeichert. Das kommt dann hier rein. Und das Ganze mal 2. Ne? E mal 2. Und dann kommt da ESD mal 2 und dann kommt hier unten das E raus. So, das heißt also, das was hier die Pfeile sind Abläufe und hier die Pfeile sind eigentlich unsere Variablen. Ja, das heißt, wenn man genau hinschaut, also was wenn hier auf der linken Seite die Variablen typisiert sind, also ich sage, D ist eine Ganzzahl oder so, ne, wenn A und B Ganzzahlen sind, wird es ja passen, dann wird es hier so, dass entsprechend hier die Pfeile typisiert sein müssen. Und so ist es auch. Ich kann also diesen Eingängen und Ausgängen von so einer Operation einen Typ zuweisen. Und dieser ganze Kasten hier wiederum ist jetzt auch wieder eine Operation, die ich dann in einem anderen Schaubild wieder verwenden kann. Und genau so eine Operation ersetzen wir jetzt durch einen Automaten und das machen wir in MATLAB. So, nachdem Sie MATLAB jetzt gestartet haben, stellt sich das so dar, es gibt wieder mehrere Fenster, ähnlich wie bei dem Eclipse. Hier oben gibt es einen aktuellen Arbeitsordner, der liegt wahrscheinlich bei Ihnen in den Dokumenten, so wie bei mir hier. Und ich habe mir in den schon rein entpackt, diesen Realtime-Pacer, der auf der Homepage zum Download liegt. So, wir wollen jetzt mal ein Probeprojekt anlegen, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Und so, dass wir dann quasi in der Übung direkt mit der Ampelschaltung anfangen können. Also, Sie legen sich hier einen neuen Ordner an, den nennen wir jetzt mal Tiptop. Das ist ja hier unser Probeprojekt, den nennen Sie natürlich dann später Ampelschaltung. So, jetzt sehen Sie hier oben, der aktuelle Pfad ist jetzt hier der Tiptop-Pfad und jetzt machen wir hier File New Model. So, was wir jetzt sehen, ist, dass hier so ein Modell entstanden ist. Das ist jetzt ein Simulink-Modell. Und da rein wollen wir jetzt unsere Grundschaltung bauen und
dann unseren Automaten da rein. Ja? Also, den speichern wir jetzt mal. Save S. Und den nehme ich jetzt mal Tiptop. Den werden wir später dann Ampel nennen. Also, das hier ist jetzt das Tiptop-Model. Das ist auch hier in unserem Ordner jetzt drin. So, was wir dann brauchen, ist ja hier so ein bisschen Inhalt. Und den bekommen wir aus der sogenannten Bibliothek. Ja, also View, Library Browser. Wenn Sie den das erste Mal aufmachen, dann dauert das ein bisschen, weil der dann erstmal alles initialisiert. So, und jetzt funktioniert das hier im Prinzip alles mit Drag and Drop. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Kann jetzt, was ich hier finde, kann ich jetzt einfach hier rüber ziehen. Ja, probieren wir mal aus. Also hier einfach den Block da rein. So, da ist er. Jetzt brauchen wir den nicht, also machen wir den gleich wieder raus. Aber vom Prinzip her funktioniert es so. So, das erste, was wir brauchen, ist unter Simulink Extras eine Clock. Ja, weil irgendjemand muss hier den Takt vorgeben. Ja, also nehmen wir die hier, Simulink Extras, die Clock. Die kommt jetzt hier rein. Die können wir auch einfach Clock nennen. Das macht gar nichts. So, und dann gibt es hier unter State Flow zwei verschiedene, also eine Wahrheitstabelle und so ein Chart. Den ziehen wir jetzt hier rein. Und dann haben wir hier unseren Chart. Den nennen, können wir jetzt umbenennen. Das, da wollen wir jetzt unsere Steuerung reinbauen. Den nennen wir jetzt mal Tiptop Automat. Braucht ein bisschen. Jetzt ist er da. Gut. Was wir jetzt machen können, machen wir einen Doppelklick hier drauf. Dann geht ein extra Fenster auf. So, da drin kann man jetzt den Automaten modellieren. Ja, ziehen wir das mal ein bisschen hier rüber. Das erste, was wir brauchen, ist, wir brauchen einen Input. Ja, Input from Simulink, also von außen. Ja, den nennen wir jetzt mal meinetwegen Button. So, wenn wir jetzt den eben abspeichern, dann machen wir den mal zu. Dann sehen Sie hier, das können wir ein bisschen größer machen, ist jetzt ein Input entstanden und der ist ein Button. Was wir jetzt noch brauchen, sind noch ein paar Ausgänge. Na, obwohl, nee. Fangen wir erstmal mit dem Trigger an. Also wir brauchen, gehen wir wieder rein, wir brauchen noch so einen Event-Trigger. Den holen wir uns auch wieder von Simulink. Den nennen wir einfach Event. Und das läuft auf der aufsteigenden Flanke. Sehen Sie, hier ist der Trigger. Das heißt, diese Clock ist jetzt im Prinzip nur dafür da, uns den Automaten weiter zu treiben. Gut, jetzt schauen wir mal hier rein. Wir haben jetzt verschiedene Elemente. Das müssten Sie eigentlich kennen. Das ist ein Zustand. Den nennen wir jetzt mal Tipp. Und den nächsten nennen wir Top. So, und dann gibt es natürlich einen Start, ja, den kann man so angeben. Das ist jetzt hier der Startzustand. Und dann kann man hier die Zustände verbinden, indem man einfach hier vom Rand so einen Verbinder rüberzieht. Und hier ziehen wir den Verbinder zurück. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen Sie, erscheint hier so ein Fragezeichen. So, und dieses Fragezeichen, da kann ich jetzt reinschreiben, was die Bedingung für diesen Übergang ist. Ja, da schreiben wir jetzt mal rein. Eckige Klammer, after
Sagen wir mal eine Sekunde. Also one. Nach einer Sekunde soll das hier übergehen. Wenn Sie da draufklicken, können Sie das auch ein bisschen verziehen, sodass Sie das so positionieren können, dass man sofort sieht, wo es zugehört. Und zurückschalten soll der auch mal nach einer weiteren Sekunde. So, da einfach mal ein ganz simples Beispiel, dass man ein bisschen sehen kann, wie man jetzt damit arbeiten können. After ist nichts anderes, es ist eine Funktion. 1 ist die, wie oft er zählen soll, und sec ist die Einheit, in der er zählt. So, das Ganze funktioniert leider nicht sofort, sondern wir brauchen dazu diesen Realtime-Pacer. Also gehen wir nochmal in das Modell, machen wir mal hier die Library klein. Dann gehen wir mal hier ein Stockwerk höher, machen den Realtime-Pacer auf. Und da ist so ein Example drin. Das machen Sie jetzt auf. Da ist es. Und den aus diesem Example ziehen wir uns den jetzt hier per Drag and Drop rüber. Zack. Dann macht er eine Kopie davon und der sorgt jetzt dafür, dass das Modell auch tatsächlich in Echtzeit abläuft. So, bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir den Realtime Pacer jetzt noch zum Arbeitsverzeichnis hinzufügen. Also hier rechte Maustaste, Add to Path, Selected Folder. Und jetzt können wir wieder in das Tiptop reingehen. Ja, und wenn wir jetzt hier in unserem Modell auf Play drücken, sehen Sie, geht's los. Und jetzt alle Sekunde schaltet der hier unseren Zustand um. Ja, das Ganze macht er jetzt die Simulationszeit lang, also hier 10 Sekunden. Wir können hier auch einfach mal Inf eingeben. Dann macht er das im Prinzip ewig. So. Ja, Sie sehen auch hier immer, was er macht. Er warnt uns jetzt auch hier, dass wir zum Beispiel den Eingang gar nicht benutzen. Ja, ist ja klar. Mal schauen. Ist nichts dran am Eingang, ne? An dem Button. Ja, hier haben wir jetzt auch nur für die Zukunft vorgesehen. So, jetzt sollen wir das mal ein bisschen erweitern. Also, gehen wir mal hier wieder auf die Data und jetzt können wir mal Output to Simulink hinzufügen. Ja, wir fügen mal hinzu ein Output. Ja, und wir können mal den Typ hier anzeigen. Ja, sehen Sie hier, ich habe es ja eben schon gesagt, die Pfeile sind ja jetzt im Prinzip typisiert. Dann nehmen wir mal so ein Int 8. Und dann nennen wir das Ganze mal links. Oh, und wenn ich jetzt hier schaue, dann sehe ich hier, aha, da gibt es jetzt einen Ordner links. Falls wir uns da jetzt vertan haben, dann können wir das immer noch ändern, indem wir uns hier in dem Model Explorer das komplette Modell ansehen. Ja, also Sie sehen hier ist im Prinzip alles, was Sie da grafisch drin haben, als Element drin und hier sind auch die Zustände drin, ja, und hier ist eben auch sind die Inputs und die Outputs drin. Wenn wir jetzt also hier das ändern wollen, machen wir meinetwegen auf ein Int 16, damit wir es mal gemacht haben, dann ändert er hier seinen Typ. Gut. Versuchen Sie das mal bis dahin nachzuvollziehen, dass wir dann im Plenum tatsächlich die beiden ausstehenden Automaten noch zusammen entwickeln und dann in der Übung aus diesem Tiptop oder ausgehend von diesem Tiptop so ein kleines Blaulicht aufbauen und dann eben entsprechend auch die Ampelschaltung.